Gar nicht eigentlich. Du siehst mich ja. Also nein, nein, als Konsument selbst. Wenn du jetzt in den Laden gehen würdest und würdest von dir selbst ein Produkt kaufen und du wärst ein Fan von dir, angenommen. Du meinst, in welcher Spalte in der im Schallplattenladen ich stehen würde? Unter intellektueller Liedermacher doch wohl nicht, aber auch nicht unter Stimmungssänger. Ja, ich weiß es wirklich nicht so genau. Und ich habe ja auch das Problem im Radio. Wir haben ja heute dieses formatierte Radio, wo alles so in Schubladen ist. Und im Radio wissen die Leute nicht recht, bei welcher Sendung sie mich spielen sollen. Ich passe wohl nicht wirklich in eine Schublade. Und ich habe auch kein Bedürfnis, jetzt für mich selber nun mit Gewalt eine Schublade zu finden, dass ich jetzt eine Überschrift dir sagen könnte. Aber meistens wird man doch von der Plattenfirma, du hast ja wohl noch eine, sonst würdest du ja nicht solche Lieder singen. Ja, die hat mich ja gezwungen, hierher zu gehen. Ja, und dann noch. Das stimmt. Da muss er erstmal dafür, dass er hier seinen Song rüberdödeln kann, muss er hier eine Stunde bei mir sitzen. Das ist das Gegengeschäft. Ja. Wir müssen das ja auch ertragen, was er da singt. Ja. Kannst du dich denn noch an die Trio-Gruppe erinnern? Natürlich. Bitte? Natürlich. Natürlich hat Natürlich. Habt ihr auch die Platten aufgelegt von denen, nicht? Das ist ja, die Rundfunksender und Moderatoren wurden ja gezwungen. Susi muss noch ein bisschen was erzählen. Susi, du machst bei Carell. Wie ist denn der privat so? Einfach super. Ja? Einfach super. Ich kenne ihn ja auch und... Ich sollte übrigens einen schönen Gruß von ihm bestellen. Ja, danke. Bestell ihm bitte einen Gruß zurück, ja? Vielleicht grüßt er mich dann auch wieder und so. Wie sprichst du mit ihm Deutsch oder Holländisch? So ein Mischmasch. Ja, Mischmasch. Kennst du Rudi? Ja. Ja, kennst du die? Das sind die Leute um Rudi und eine von denen ist sie, ja? Sie macht Herzblatt, fast noch nie. Da werden anonyme Kandidaten konfrontiert mit drei Frauen und so weiter. Und dann sollen die sich dann nur auf Ohr hin, sollen die sich dann also für jemanden entscheiden. Geht denn hinterher denn noch die Post ab so? Ja. Soll ja so sein. Ja, also, ich meine, die müssen dann mit dem Hubschrauber irgendwo ein Wochenende verbringen. Die müssen nicht, die können. Können, aber die meisten fliegen los. Und kommen dann auch, hat das schon Ehen gegeben? Habt ihr schon Ehen stiften können? Das weiß ich nicht, ich habe da noch nicht geforscht. Ja. Du hast ja nur ein Kleinkind, 2,5 Jahre ist der Kleine alt. Und ich habe noch einen Kleinen, der ist ein halbes Jahr alt. Ach so, du hast noch einen hinterher. Deshalb hat die Mama ja jetzt mal eine Woche Urlaub, dass ich eine Woche mit ihm unterwegs bin. Ja, ihr quält euch alle irgendwie. Ja, ja. Du hast auch ein Kind, wie alt ist deine Tochter? Sohn, 3 Jahre alt. 3 Jahre alt Sohn. Hast du das verstanden, was ich gesagt habe, Jan? Du hast jetzt gerade so geschaut, als ob du jetzt wieder nicht gehört hast. Ja, nein, 3 Jahre, natürlich habe ich das verstanden. Haben wir doch vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Aber ich muss auch mal an die Dummheit meiner Zuschauer denken, nicht nur an meine eigene. Ja. Macht weiter, ich möchte gehasst werden. Komm. Nach vorne kommen. Ja. Susi. Ja, Karl. Was war denn jetzt eben noch die letzte Frage? Ich hab's auch wieder vergessen. Werbung, Hörspiele. Du hast auch mal gesungen. Ich habe auch mal gesungen. Vielleicht mache ich es auch mal wieder. Vielleicht jodel ich mal in dem nächsten Lied von ihm mit oder so. Das kann sein. Wäre eine Idee, nicht? So, kann ich mir vorstellen, dass man. Jodeln ist ja sehr schwer. Jodeln, das machen ja so andere, wie zum Beispiel. Ja, wer macht das eigentlich? Das Napalm-Duo und so weiter. Ja. Das muss ja nicht das übliche Jodeln sein. Ja, aber überhaupt, du meinst so mit Trällern singen und so weiter. Gut, wir haben jetzt einen Kabarettisten, dieser Kabarettist, der mag vielleicht in gewissen Landstrichen total unbekannt sein. Und da, wo er herkommt, kennt ihn gar keiner. Und flächendeckend höchstwahrscheinlich völlig unbekannt, aber erfüllt alle Seele, also die er bespielt, weil seine Fans da hinkommen. Ich habe mal eine Abhandlung über ihn im Spiegel gelesen und da stand, glaube ich, drin, Süddeutsche Zeitung zitiert ihn als den schlechtesten Kabarettisten der Welt. Willkommen im Club, Helge Schneider. Helge Schneider, man merkt am Applaus, dass sich wirklich keine Sau kennt hier in Timber. Ja? Stört dich das? Nö. Ist egal eigentlich. Ja. Ist aber schön hier auch. Findest du? Draußen. Was ist draußen schön? Das Meer.
Das ist so schön. Das ja, du kannst noch mehr davon haben, wenn du gleich rausgehst, ja? Mehr, mehr. Toller Karlauer, ne? Helge Schneider, Susi Müller, Stefan Remmler. Das ist doch eine Besetzung, nicht? Ja? Und Karl Dahl. Ja, ja genau. Ja. Richtig. Helge, so wie du jetzt gerade dich gibst, so bist du, nicht? Ja, nein, also eigentlich. Was willst du, was trinken, oder wie? Ja. Brauchst du nur sagen, da kommt unser Bunny. Ja. Kann ich auch was zu trinken ist haben? Ja. Ja. Was möchtest du? Was zu trinken, ein Gläschen. Ja, ja. Was, ist egal, was du trinkst. Was ihr auch habt. Ja. Ganz egal. Also Weißwein, Korn, Bier, wir können dir alles bringen. Wasser vielleicht oder ja. Champagner. Alles egal. Ja. Macht nichts. Ist egal. Was ist egal, ja. Hauptsache nicht so viel, so vielleicht ein kleines Schlückchen. Ja. Muss noch Auto fahren. Mhm. Jo, okay, Helge. Dann werden wir dir sicher gleich was bringen. Ist ja egal, was du trinkst, nicht? Ja. Ja. Hauptsache, ihr bringt mir das, oder ich weiß ja nicht wer, ja. Die nette Frau. Die kommt sicher gleich. Höchstwahrscheinlich versucht man sie jetzt irgendwie psychologisch vorzubereiten, dass sie, dass sie das Tablett nicht fallen lässt. Verstehst du, ja? Ich meine, unser Playboy-Bunny kann auch blind auf die Bühne gehen, vielleicht kriegt sie eine Augenklappe und so und dann. Stellst du dir jedes Getränk hin, was du haben möchtest, Helge? Schön. Ja. Wo kommst du her, Helge? Jetzt? Ja, überhaupt? Jetzt. Jetzt? Hier. Ich habe hinten gewartet, bis die Sendung fast vorbei ist. Ja. Jetzt bin ich hier. Na, aber eigentlich komme ich aus meiner Heimatstadt. So oft Champagner getrunken, weil das eigentlich Alkohol ist da drin. Aber heute habe ich mir gedacht, zur Feier des Tages kann ich ruhig mal ein Schlückchen Alkohol auch trinken. Ja. Und das sprudelt so schön. Das sieht sehr gut aus, auch im Fernsehen hier. Frauen stehen ja auch unheimlich auf sowas. Ja, auf Champagner. Die wollen dann drin gebadet werden, habe ich schon mal gesehen. Ja. Liz Taylor in dem Film da, wo sie die Römerin gespielt hat, in nee, das war Ziegenmilch. Ziegenmilch. Na, okay. Ja, so. So, wenn du jetzt zum Beispiel so durch die Gegend fährst und du machst auch Kabarettabende, unterhältst Leute, ja, eine Stunde oder fünf Minuten lang machst du Galas und so? Gala, nicht so, Kabarett kann man das nicht so nennen. Ich trete auf und singe so meine Lieder. Du singst doch. Die sind gut, sehr gute Lieder. Und dazwischen erzähle ich immer was, weil ich habe wenig Lieder eigentlich. Aber erzähle ich so ein paar Geschichten. Was wollen die Leute denn lieber hören? Was wollen sie lieber hören? Deine Lieder oder deine Geschichten? Ja, richtig, beides. Da hat der Mann vorne gesagt gerade. Beides. Lieder wollen die hören und auch Geschichten. Von dir? Von mir. Was erzählst du denn zum Beispiel, wenn du rauskommst und möchtest dich vorstellen? Das wäre hier mal am Timmendorfer Strand. Das sind alles Leute, die Späturlauber, alte Menschen, die. Ja, alte Menschen. Die hier ihren Lebensabend verbringen. Deswegen haben wir überhaupt noch Zimmer auf die Schnelle gekriegt. Ja, weil immer wieder welche frei werden. Das geht schnell, ja. Und heute hatten wir wieder sehr viele Abgänge, Helge. Ja? Ja. Ja. Wenn du jetzt rauskommst und möchtest dich diesem Publikum präsentieren, du sagst erstmal, weil die dich nicht kennen, wir setzen mal voraus, sie kennen dich nicht. Ja, ja, ja. Und du stellst dich vor und sagst, guten Abend, meine Damen und Herren, ich heiße Helge Schneider und jetzt... Den Namen brauche ich nicht zu sagen, das steht immer an der, auf dem Zettel an der Kasse, steht am Wetterspiel. Aber ich sage guten Tag, und das ist, glaube ich, schon immer ein Riesenerfolg, schon allein. Guten Tag, ein großes Guten Tag. Ja, und dann ist der Abend schon gelaufen meistens, wenn die darauf hören, wenn die hören. Arbeitest du noch an deinem Typ oder ist das jetzt die Endfassung? Ich habe jetzt nicht richtig verstanden. Ich war einen Moment lang. Okay, war auch nicht so wichtig. Findest du dich zum Beispiel gut, so wie Stefan? Findest du dich gut? Nein, mich gut. Achso, mich? Mich gut. Nein, dich. Na, also ich findet ihr euch mich, ihr euch, mich alles, mir alles so gut, wie ihr euch selbst ihn findet? Wollen wir mal so sagen, das ist jetzt. Glaube ich, gar keine Frage an mich gewesen, oder? Ich weiß nicht. Aber wenn ich jetzt sagen würde,
eine Antwort darauf geben würde, dann würde ich sagen, ja. Kannst du die Leute wirklich Standing Ovations, dass du rauskommst und sagst nur guten Abend und die Leute toben und das war's? Ja, das ist ein Geheimnis dabei, aber das ist ja selbstverständlich, dass ich das nicht verrate, weil ja sonst jeder damit auch sein Geld verdienen kann. Nicht? Aber es ist eigentlich genügt nur dieses guten Tag und natürlich auch die Vorgeschichte, die dazu gehört. Welche? Ja, da, ja du, zum Beispiel muss man dieses guten Tag, das ist ja nicht so, dass ich das zum ersten Mal sage dann, sondern ich sage das ja seit über 20, 30 Jahren. Ja, das ist kein Witz, das sage ich schon so lange. Und das läuft dann natürlich wie geschmiert. Das ist eine wunderbare Reaktion auch der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann sage ich auch immer, in welcher Stadt, aber ich sage dann erst einmal, sagen wir mal, hier ist ja, wie heißt es, Timmendorfer Strand. Timmendorf, dann sage ich erstmal guten Tag hier in und dann sage ich erstmal einen anderen Namen. Travemünde. Also, ja, und dann ist schon. Dann sage ich aber nicht ganz Travemünde, sondern nur in Trave oder in Tra und dann breche ich ab und sage dann, ach nee, Tim. Und das ist schon ein super Erfolg. Und so geht das dann 2 Stunden lang. Ja. Ich glaube, die Leute mögen das, wenn so ein Hilfloser da steht, der nicht weiß. Ja, das stimmt aber auch. Weil es könnte ja der eigene Sohn sein. Ja. Kann sein, ja. Man weiß es nie. Ja. Hast du jetzt zum Beispiel durch... Ist erkältet oder was? Nee, ich wollte nicht sehr warm hier durch die Scheinwerferbeleuchtung. Kommt drauf an, wie man sich kleidet, sag ich mal. Ist das die Zunge oder ist das ein Schlips, was rauskommt? Ja. Die Krawatte, das ist... Ja. Bist du der Meinung, dass das äußere Ambiente sehr wichtig ist, wie man sich so zeigt und gibt? Ja, wie du kommst gegangen, so wirst du auch empfangen. Ja. Ist schon wichtig, dass man sich ordentlich anzieht. Weil du siehst ja auch, hier sind alle ordentlich angezogen. Und findest du, ja? Das gehört ja mit zum Leben auch, sich ordentlich anzuziehen schon. Also, Kleider machen Leute. Ja, oder... Da ist schon so der Sprachwitz drin, dass man das auch umdrehen könnte. Leute machen Kleider, aber das ist, glaube ich... Das ist eine Näherin. Hast du vorher auch mal so als Näherin, kannst du bügeln? Ja. Kannst du Knöpfe annähen? Ja. Okay, dann komm nachher rauf. Ja, mach ich. Bist du eigentlich fest liiert, Helge, oder? Ja, zwar nicht mit Papier, aber so, ne? Also ich stehe schon, also ich meine, ich werde beobachtet, also es ist nicht so, dass jetzt ich alles sagen kann. Verstehe. Muss schon ein bisschen aufpassen. Ja. Vor allem, weil ich ja, ich kann da jetzt gar nicht drüber sprechen. Nein, das interessiert ich kann das ja dann jetzt gar nicht gucken, weil ich bin ja jetzt hier, ich bin ja gar nicht da. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was zu Hause passiert. Ja. Hast du Angst? Nachher. Ich habe sehr viel Angst, ich habe große Angst. Dass du was Falsches sagen könntest und nachher nicht nach Hause kannst. Richtig. Ja. Und da müssen wir auf ihn Rücksicht nehmen. Sag ich ganz einfach mal, da sind wir auch fair, nicht Stefan? Könntest du dir vorstellen, wenn du mal wieder ein Trio gründest, ja? Ja. Diese beiden Figuren bei dir waren ja auch zum Teil sehr gestört, ja? Dass wir beiden da eine Chance hätten, so? Ja. Oder hast du Angst, dass keiner mehr auf deine Texte hört, wenn wir im Hintergrund haben? Das ist es, geil. Du bist zu schnell. Ich wollte gerade sagen, mich beachtet keiner mehr, wenn ich mit euch beiden bin. Da muss du siehst man einfach zu normal aus. Eben. Das ist überhaupt dein Problem. Ja. Ich bin so normal. Das du bist auch ein stinknormaler Typ und so, so überall, so was. Wie würdest du ihn einschätzen, wenn als Zielgruppe, Helge, Publikum, da du ja mit Publikum arbeitest, arbeite mal mit ihm? Du meinst, ich soll sagen, welches Publikum zu ihm hingeht? Oder was? Nein. Oder zu welchem Publikum er hingeht? Wo er hin muss? Ja. Wo er hin muss, ja. Ja, was ist das für ein Publikum? Ja, da muss ich mal eben schauen.
Er hat ja irgendwie liebe Züge, nicht? Ja, ist ein sicherlich aber nicht lieber dieser Mensch, neue aber man kann nie wissen heutzutage. Man kann nie wissen, ja, was sich unter seiner faltigen Haut verbirgt. Es könnte ja auch der Teufel in ihm stecken. Aber ich glaube schon, dass er ein ganz lieber Mensch ist. Mhm. Und dass vielleicht zu seinen Konzerten ganz lieb, also noch liebere Menschen hinkommen. Das wäre natürlich, so wäre ihm zu wünschen. Power, Leute. Ja, nicht unbedingt. Vielleicht Flower, nicht unbedingt Power, aber Flower vielleicht. Und der Abend wird immer Flower. Ja, richtig, ziemlich. Ja. Ohne Power. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir uns so ein bisschen verrannt. Ja. Ja, ich kann da jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ja. Trinken wir doch noch erstmal einen, Helge. Vielleicht Themawechsel. Ja, oder Themawechsel. Ah, Thema. Könnte das Bunny ein Thema bringen? Ein Tee mal bringen. Ja. Hast du das verstanden? Ja, witzig. Warum rückst du so weit weg? Komm doch mal ein bisschen näher, Susi. Hast du irgendwie Angst, dass du von Männern... Komm, hier sitzen wirklich drei Männer. Wenn du jetzt auf... Ich habe keine Angst vor Männern. Wenn du jetzt auf einer einsamen Insel wärst, hör mal zu, auf einer einsamen Insel wärst und diese drei hier, ja? Rauch dich gesund. Es geht jetzt nicht nach Äußerlichkeiten, gute, sondern nur nach dem Konto. Ja. Wollt ihr rauchen? Ja, wollen immer eine rauchen. Ja. Wenn du jetzt, ich weiß, keiner von uns ist dein Typ, aber du bist auf drei Inseln, nee, Moment mal. Auf einer Insel. Auf einer Insel und dann kommt er und er und ich. Und dann? Wann würdest du dich für mich entscheiden? Ja, jetzt mal ehrlich so. Was ist dein Typ, wenn überhaupt, in der Richtung? Das würde mich jetzt mal interessieren. Von uns dreien, was wäre dein Typ? Es sind ja wirklich drei ziemlich verschiedene Typen. Alles nette Charaktere, liebe Leute. Ja, einer ist vielleicht ein bisschen negativ. Was hast du, Helge? Ich habe nur einen Schluck gerade genommen. Ja. Einer trinkt. Schlückchen. Ja. Red noch die ein anderen beiden weiter, saufen. Muss ich nicht antworten. Nee, antworte mal bitte, wen von uns dreien du dann einfach bevorzugen würdest. So. Wenn du, lässt du das dann auch an auf der Insel? Also auf der Insel ziehe ich alles ab. Ja. Nee, ich glaube, ich... Ja, ich weiß nicht, das wäre gemein. Ich würde ja einen hier, wenn ich jetzt einen nenne, dann... Ja, das wäre gemein. Ich würde das Beste draus machen, sagen wir mal. Wärst du böse, wenn sie dich als Dritten nehmen würde? Ja. Egal, ist ganz egal. In der Drittauswertung. Ich glaube, bei Stefan wäre es halt so, dass der natürlich sauer ist, wenn du nicht sofort auf ihn losgehst. Oh, das glaube ich nicht. Ja? Stefan geht gerne auf Inseln. Stefan ist zum Beispiel des Öfteren auf Lanzarote. Nicht? Machst du denn Sommer und Winter? Und Winter und Frühling. Und das ist er ja nicht alleine. Und du wohnst auf so einer Finca oder so? Ja, ja. Und was machst du? Kräuter anbauen? Öko? Ja, nicht nur. Größtenteils Musik, ne? Musik. Musik arbeiten heißt es. Ja, arbeiten. Größtenteils Musik arbeiten auf der Insel. Trink halt mal aus, dann kannst du es endlich mitnehmen. Ah ja, danke schön. Lass den Rest da drin. Kannst du hinten dem Aufnahmeleiter kippen, ja? Oder auf deine Blume gießen. Naja. Helge, macht dich das an? Was, jetzt das Getränke bringen immer und so? Ja, das Mittel. Ja, sicher, selbstverständlich. Ja, man merkt es aber nicht, wie bei dir, du bist introvertiert. Ja, ich bin ganz hochintellektuell. Ja, ja, ja. Darf ich mal fragen, was du als Kind, sicher eine schwere Jugend gehabt für die anderen, ne? Ich hatte überhaupt keine Jugend. Gar keine Jugend? Ja, Jugend hatte ich eigentlich kaum. Ich hatte sehr viel Pickel. Aber mehr nicht. Ja. Bitte, hattest du auch? Hatte ich auch. Habe ich immer noch. Hätte auch? Ich auch, immer noch. Manchmal, vielleicht könnte früher man ich... zu einer zwischenmenschlichen Beziehung über die Pickel kommen oder so. Ich. So, früher haben sie sich eine Pickelhaube aufgesetzt, damit man die nicht sieht. Also Akne hatte ich nie. Ich hatte wohl in der Schule Gedichte von Akne Miegel auswendig lernen müssen. Also, direkte Akne hatte ich also nie. Also als 14-Jährige vielleicht hatte ich Akne. Und so. Aber später, die Akne ging dann ganz schnell weg bei mir. Ja. Wie war das bei dir, Stefan? Ich glaub auch nicht. Ich du kann musst mich nicht darauf so antworten, wenn erinnern, die Frage zu blöd war. Musst du echt doch, ich kann mich aber echt nicht dran erinnern. Wann hattest du dein erstes Erlebnis? Mein was für Erlebnis? Ja, weißt doch. Weißt du doch. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Ja. Warst du dabei?
kann mich gar nicht daran erinnern. Du warst das. Ja, ich war spät. Ich war immer spät. Ich bin der Schülerin. Ist das wohl so üblich? So spät war es nur auch wieder nicht. Aber spät war es schon. In welcher Schule hast du denn Pädagogie gelernt? Musst du doch lernen, wenn du Lehrer bist, nicht? Oder war das damals im Krieg, wurde man also ziemlich schnell, da brauchte man nicht mehr. Ja, das ging relativ schnell. Wo hast du schnell studiert? In Oldenburg. Oldenburg in Oldenburg. Deshalb kam ja dann auch die Nähe zu Großen Kneten. Das ist gar nicht weit weg von Oldenburg. Das haben wir damals kennengelernt. Und Wo wohnst du, Helge? In seiner Heimatstadt. Aber ja, ich kann die aber verraten gerne. Verratest du gerne? Ja, im Ruhrgebiet, in Mülheim, eine kleine Stadt. Mülheim? Mülheim, ja, so ähnlich. Mülheim, ohne H. Aber die meisten haben ja die Ruhr da, ne? Bitte? Ja, richtig. Hältst du noch so lange durch? Ja, ich habe im Moment ja auch nicht die Ruhr, weil ich bin ja hier. Ja. Weißt du denn, kennst du denn, wo wir gerade, warum die Chinesen alle in Winsen wohnen? Warum die Chinesen alle in Winsen wohnen? Nee, weil die ihre Lua haben wollen. Winsen an der Lua, Mann. Da kommt Marien Scharell her übrigens, aus Winsen an der Lua. Die Schwester von Rudi Scharell. Scharell Gott, kennst du doch. Die Prager Erna Sack. Ja. Du singst Titel, Helge, nicht? Ja, selbstverständlich. Was sind denn so deine Lieder, die du singst? Ja, ich besinge bestimmte Situationen. Welche Situationen? Auch die, von denen wir gerade gesprochen haben? Was war das denn? Ich weiß es nicht. Erste Mal. Ja, sowas zum Beispiel. Was habe ich denn da? Nein, davon singe ich eigentlich. Ich singe eigentlich mehr von, wie das schon passiert ist und dann die Beziehung ein Ende nimmt und dann, mehr von Trauer und Leid. Aber ich habe auch lustige Lieder dabei, auch Pubertätslieder habe ich auch dabei, aber auch Lieder, die viel Geld einbringen. Für wen? Weiß ich nicht. Hast du einen Hit? Ich habe mehrere Hits. Ich habe jetzt wieder einen neuen Hit. Der wird noch zum Hit. Er ist unser Superhit. Es handelt von einem Mann, der an der Ampel steht. Und da kommt, sagen wir mal, eine Frau. Und er findet sie ganz gut, so nett. An der Ampel? Und so. Ja, an der Ampel. Und er wartet extra bei Grün und geht gar nicht rüber. Und die kommt dann. Und dann fragt er sie nach der Uhrzeit. Und sie wird dann rot und will sich losreißen und dann hält er sie fest und sagt ja irgendwie sowas wie zum Beispiel, sie soll sich nicht schämen. Und dann reißt sie sich aber doch los und dann auf einmal wird wieder die Ampel grün und da kommt noch eine, die nächste und er fragt die dann nach der Uhrzeit und sie wird rot, senkt ihren Blick und will weitergehen, doch er hält sie fest in seinem Arm und gibt ihr zu verstehen, Mädchen, schäm dich nicht, wenn dich ein Mann anspricht, ladi, ladi, ho. Und so weiter. Und das kann man bis zum langes, sehr gutes Lied, ein hervorragendes Lied. Du hast ja im Grunde schon alles verraten, nicht so? Ja. Ist es nicht besser, wenn man das Lied gar nicht singt, sondern erzählt, so wie gerade? So? Das ist ganz egal, ob man ein Lied erzählt oder singt oder malt. Ich glaube, das ist heutzutage ganz egal geworden. Schön. Du bist irgendwie schon so drüber, kann man sagen, nicht? Ja. Bist du satt, kann man sagen? Ja, nicht, ja doch, eigentlich ja, vielleicht später nochmal, aber jetzt bin ich. Ich habe eben Heringe gegessen. Und nein, satt meine ich, nein. Ich bin, ja, ach so, du meinst so, hier oben, ja. Ja. Satt. Ja. Ja, ich bin manchmal satt, aber ich finde immer neue Wege, der Sattheit zu entgehen. Und es gibt doch noch andere Sachen und da kann man sich irgendwie nicht genug dran satt essen. Satt merken und es gibt immer wieder was Neues, sei es jetzt das eine oder das andere. Du hättest in die Politik gehen können.
Da können wir noch solche Phrasendrescher gebrauchen. Du kannst wirklich, du unterhältst die Leute, indem du nichts sagst. Gar nicht. Außer, dass du aus so einem Heim, so einem Müllheim kommst, ja, genau. Den Leuten irgendwelche Lieder erzählst, weiß keine Sau was von dir jetzt. Wirklich. Und ich wollte dich groß rausbringen, hat wieder nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ja. Wie man machen, ne? Ja. Ja. Schade. Für wen? Für dich. Du könntest jetzt nochmal, ich gebe dir nochmal die Möglichkeit, in einigen Minuten von dir zu reden, zu werben, was du machst und deine Infomappe oder Handzettel ver- Ja, ach so. Ja, du könntest jetzt wirklich sagen, ich heiße Helge Schneider. Ja, nein, doch, ja. Das stimmt. Werbung vielleicht auch, kann ich das hier machen? Ja, kannst du machen, voll, wir sind ja... Kaufen Sie Helge Schneider. er ist gut. Lecker? Nee, also, ja, gehen Sie zu meinen Konzerten, bitte. Du, da fallen etliche drauf rein. Das sag ich. Ist ja schon, sieht doch schon. Ja, ist ja schon passiert. Da müssen nicht immer alle kommen. Sag mal, Susi, hättest du gedacht, dass zu unserer Zeit damals solche Leute eine Chance haben im Showgeschäft? Nee, das hätte ich nicht gedacht, aber es scheint zu wirken. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Ich habe was denn? Sie hätte nicht gedacht. Sie hätte nicht gedacht, hat sie nicht dran gedacht. Verstehst du? So aufpassen, dass deine Haare nicht verbrennen, die waren sehr... waren wohl ziemlich teuer, ne? Deshalb hab ich ja die kurzen Haare. Hast du ihn? Hast dich verbrannt beim Zigaretten anmachen? Bist du schon mal mit Herrn Bunsen über den Brenner gefahren? War doch witzig, ne? Ja. Stimmt gar nicht, ne? Ja. Ich finde das toll, dass alle Leute langsam eine Chance haben im deutschen Showbusiness. Und das gibt mir auch Mut, jetzt gleich einen Titel zu singen. Es ist dann immer schön, Abschied zu finden für heute. Weder wenn die Musik ausklingt, der Abend geht zur Neige. Und ich wollte eigentlich einen von euch beiden bitten, einen Wettbewerb ausschreiben, wer so nett ist und meinen Titel ansagt. Würdest du es freiwillig machen oder du? Oder du vielleicht? Freiwillig machen. Wir können es vielleicht auch gemeinsam tun. Welcher Titel? Mein aktueller Titel. Ich gehe in die Showdeko rüber und singe einen Titel. Du bekommst dann die Kamera, die kannst du auch nachher mitnehmen. Ja. Und sagst mich an mit Stefan Remmler zusammen. Ja. Der neue Titel bedankst dich bei Karl, dass er hier sein durfte. Bei Susi Müller, bei dir selbst und bei Stefan. Und sagst meinen neuen Titel Good Luck an mit. Good Luck. Ja. In Englisch. Good luck. Ja. Ist von der Farbenindustrie gesponsert. Ja. Ja. Ach so, jetzt verstehe und ich. Dann könnt ihr beiden in diese Kamera, dann kann ich rübergehen und den Titel an, dann kann ich mich auf meinen Text konzentrieren. Ja, wir bleiben aber sitzen. Ja. Bis zum bitteren Ende. Müssen wir nach... Ich bleib sitzen, oder? Ja. Ihr könntet eigentlich einen Wettbewerb ausschreiben, wer am besten meinen Titel ansagt. Da könntest du hier mal rübergehen. Susi? Ach, Susi. Der Titel heißt Good Luck. Jeder macht jetzt mal. Karl singt jetzt seinen neuesten... Super Smash It, Good Luck in die Kamera. Und dann kommst du und dann in der Zwischenzeit bin ich drin. Kann ich noch mal einen Schluck von meinem Bier haben? Schlau machst du das.